Warum zeigen sich eigentlich manchmal Facetten unserer Persönlichkeit, die wir vielleicht nicht so toll finden? Und warum haben wir die überhaupt? Und die Ursache dafür liegt, wie so oft bei mir, im autonomen Nervensystem. Und heute soll es deshalb darum gehen, wie das Nervensystem unsere Persönlichkeit prägt und warum ganz viele unserer Charaktereigenschaften am Ende eigentlich nichts anderes als Überlebensstrategien sind. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um Embodiment, das Nervensystem und deine Verbindung zu dir selbst. Und bevor wir in die heutige Episode einsteigen, mag ich auch ganz kurz nochmal auf die NESC-Ausbildung hinweisen. Die startet am 7. Oktober und da geht es genau um diese Themen Persönlichkeitsentwicklung und Nervensystem. Sie ist eigentlich eine Coaching-Ausbildung, aber auch wenn du nicht coachen willst, sondern dich nur persönlich entwickeln willst, kannst du mitmachen und du wirst auch in der heutigen Episode erfahren, warum. Die ganzen Infos findest du unter nesc-coaching.com/Ausbildung und wir verlinken das natürlich auch, aber da wollte ich einfach ganz kurz noch drauf hinweisen. Und jetzt heute zu diesem Thema Persönlichkeitsbildung und Nervensystem. Da ist es so, dass ich in der letzten Zeit, ich glaube letzte Woche ist auch egal, wann es war, eine Situation hatte, in der ich mich einer Person gegenüber, die mir eigentlich sehr wichtig ist, so ein bisschen zickig verhalten habe. Und das ist was, was mich dann so zum Nachdenken angeregt hat, weil ich zickig sein natürlich nicht cool finde und auch weil so diese zickige Seite von mir, wenn ich so wirklich drüber nachdenke, schon ganz lang nicht mehr rauskam. Das ist was, was ich von früher sehr gut kenne. Und ich würde auch sagen, dass meine innere Zicke für viele Jahre wirklich im Autopilot rauskam. Und zwar immer dann, wenn mich irgendwas verletzt hat oder wenn mir irgendwas nahe ging und ich das aber nicht zugeben konnte und das nicht zeigen konnte, weil ich keine Schwäche eingestehen wollte. Und in den Situationen, eben gerade wenn ich verletzt wurde, war es einfach immer leichter, quasi zickig in den Gegenangriff überzugehen, weil das fürs Nervensystem dann irgendwie sicher war. Also ich hatte irgendwie das Gefühl von Kontrolle und eben, ich mache mich nicht auf, ich zeige mich nicht, sondern ich kann irgendwie angreifen. Ich sage nicht, dass das eine tolle Eigenschaft ist, aber wie gesagt, die hatte ich für viele Jahre. Und wie gesagt, jetzt in diesem Moment, wo ich neulich mal wieder so zickig reagiert habe, wurde mir klar, dass die Zicke eigentlich wirklich relativ selten noch rauskommt. Und wenn, dann kann ich damit ganz anders umgehen als vielleicht früher. Und ich werde später auch da nochmal drauf zurückkommen. Aber was sich einfach in den letzten Jahren bei mir verändert hat, ist, dass ich viel mehr Nervensystemregulation generell habe und auch eben ein größeres Gefühl von innerer Sicherheit. Das heißt, ich muss nicht mehr so schnell irgendwie in den Gegenangriff gehen, damit mein Nervensystem das Gefühl hat, innere Sicherheit oder generell Sicherheit wiederherzustellen. Und die Situation hat mich dazu veranlasst, heute wirklich dieses Thema mal anschauen zu wollen, wie unser Nervensystem unsere Persönlichkeit oder eben auch Persönlichkeitseigenschaften prägt und auch, dass sich die Eigenschaften wirklich auch von selbst verändern können, gerade vielleicht auch die, die wir jetzt an uns nicht so cool finden, wie eben bei mir die innere Zicke. Aber wie sich die wirklich verändern können, wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten. Und das, wie gesagt, ist für mich auch ein Grund, warum die NESC-Ausbildung zwar eine Coaching-Ausbildung ist, aber eben ganz, ganz viel um dieses Persönlichkeitstraining geht. Um in dieses Thema einzusteigen, mag ich noch mal ganz kurz so das Nervensystem und die unterschiedlichen Nervensystemzustände wiederholen. Und eine gute Episode, wenn du hier tiefer eintauchen willst, ist die Episode 181, wo ich da auch noch mal mehr dazu sage. Aber grundsätzlich können wir das Nervensystem in unterschiedliche Nervensystemzustände einteilen. Es gibt wahnsinnig viele Mischzustände von diesen Aspekten, aber einfach um so die drei Grundformen anzuschauen. Wir haben einerseits den Zustand von innerer Sicherheit. Das heißt, ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl. Und wenn ich mich sicher fühle, gibt es keinen Grund, irgendwie andere Leute anzugreifen. Es gibt keinen Grund, nach Gefahren Ausschau zu halten. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein. Das heißt, der Zustand von Sicherheit in meinem Nervensystem, der wirkt eigentlich wie ein Schlüssel für ein Zimmer, in dem Verhaltensweisen, Überzeugungen,
Gedanken und so weiter sind, die mit diesem sicheren Gefühl einhergehen. Das heißt, wenn mein Nervensystem in einem sicheren Zustand ist, dann habe ich den Schlüssel für Verhaltensweisen wie Freundlichkeit, wie Mitgefühl, in Verbindung gehen, Empathie. Ich habe eine Überzeugung, dass die Welt grundsätzlich gut ist, dass ich irgendwie Gutes erwarten kann. Ich bin optimistischer, ich bin positiver und so weiter. Einfach weil eben diese Anwesenheit von Gefahr fehlt. Das ist der erste Zustand. Der nächste Zustand ist so der, den wir als Kampf- oder Fluchtmodus bezeichnen, mit einer Sympathikusaktivierung. Und wenn mein Nervensystem überwiegend eben in dieser Sympathikusaktivierung ist, das heißt Kampf- oder Fluchtmodus ist aktiv, dann wirkt sozusagen dieser Kampf- oder Fluchtmodus wie ein Schlüssel für einen Raum oder für ein Zimmer, in dem Verhaltensweisen, Überzeugungen, Gedanken, Emotionen und so weiter liegen, die mit diesem Kampf- oder Fluchtverhalten einhergehen. Hier haben wir zum Beispiel aggressivere Verhaltensweisen, wir haben zickiges Verhalten, wir haben vielleicht auch Überzeugungen, wie dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Wir nehmen Dinge sehr schnell persönlich, weil wir überall eben den Angriff vermuten. Das heißt, wenn mein Nervensystem in dem Zustand ist, dann habe ich Zugang zu einem komplett anderen Set an Gedankensweisen oder Gedanken, Verhaltensweisen, Überzeugungen, Emotionen und so weiter, als wenn ich im sicheren Zustand bin. Und dann haben wir einen dritten Zustand. Das ist das, was wir eher als Shutdown bezeichnen, wo sehr wenig Energie noch im System ist, wo wir eher Zugang vielleicht zu resigniertem Verhalten haben, wo wir eher aufgeben, wo vielleicht auch so ein bisschen depressive Gedanken dabei sind, so ein bisschen Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, dass wir machtlos sind, dass wir gar nichts machen können. Und das sind diese drei Grundzustände. Und wie gesagt, hör dir gerne auch Episode 181 an, um da noch mehr drüber zu hören. Aber das heißt, dass egal, ob wir das bewusst spüren, dass unser Nervensystem vielleicht irgendwas gefährlich findet oder nicht. Also unser Nervensystem trackt die ganze Zeit die Umgebung und es spielt keine Rolle, ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht. In Abhängigkeit von der Bewertung, die unser Nervensystem macht, gehen wir in einen bestimmten Nervensystemzustand und in dem bestimmten Nervensystemzustand eben schließen wir dieses Zimmer auf mit den unterschiedlichen Verhaltensweisen und so weiter. Das heißt, es ist davon abhängig, wie unser Nervensystemzustand ist, um zu sagen, auf welche Verhaltensweisen, Gedanken, Überzeugungen, Glaubenssätze, Emotionen haben wir Zugriff. Und jetzt, wenn wir uns das anschauen und sagen, wir sind irgendwie kleine Kinder in frühen Entwicklungsphasen und so weiter. Und wir sind überwiegend in, sagen wir mal, dem Kampf- oder Flucht-Nervensystemzustand. Dann ist das Kind sozusagen überwiegend in dem Zimmer, wo entweder vielleicht die aggressiven Verhaltensweisen sind, die ängstlichen Verhaltensweisen, die Muster, wo wir alles persönlich nehmen, die Muster, wo wir vielleicht wild um uns schlagen und so weiter. Und der Zustand, der kann chronisch werden. Und je jünger wir sind, desto anfälliger sind wir dafür, dass diese Prägungen sich wirklich tief in uns eingraben. Das heißt, wenn wir viel in bestimmten Nervensystemzuständen waren, ich sage jetzt einfach mal chronisch, dann kann das sein, dass sich diese Verhaltensweisen, die damit einhergehen und die Persönlichkeitseigenschaften, dass die wirklich zu unserem Normalzustand werden. Und hier kommen wir jetzt eben zu dem Punkt, dass das dann nicht unbedingt heißt, dass das authentisch für uns ist, sondern das kann unter Umständen eine Überlebensstrategie sein. Das heißt, das Nervensystem formt unsere Persönlichkeit dadurch, in welchem Zustand es sich lange Zeit befunden hat. Es generiert dieses Set an Verhaltensweisen, an Überzeugungen, an Eigenschaften, die unser Überleben sichern, in Abhängigkeit davon, wo unser Nervensystem sich lange Zeit drin befunden hat. Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass wenn wir eine Persönlichkeitseigenschaft haben und sagen, wir sind extrem durchsetzungsstark, was an sich jetzt erstmal was Positives ist, würde ich sagen, dann kann das aber tatsächlich sozusagen den Ursprung darin haben, dass wir im Kampf- oder Fluchtmodus waren und gelernt haben, mit Ellbogen auch um uns zu schlagen, um uns Gehör zu verschaffen, um uns Sicherheit zu geben. Das heißt, wenn wir das vielleicht ein bisschen übertreiben, können wir vielleicht sogar auch schnell aggressiv, hitzköpfig und so weiter sein. Und das ist übrigens auch eine Eigenschaft, die ich sehr hatte. Und ich weiß, dass meine Familie
relativ lang, also auch noch so, wo ich im Studium war, also Anfang 20, meine Familie immer zu mir gesagt, dass wenn Blicke töten könnten, dass sie schon lang alle tot wären, einfach weil ich so wütend und aggressiv werden konnte, wegen nichts. Und das war einfach Teil meiner Persönlichkeit. Und da würde ich wirklich auch behaupten, das ist ein Teil, der wahrscheinlich immer noch zu mir gehört. Ich glaube, wir haben alle Aspekte in uns, aber der so gut wie nie wirklich rauskommt. Einfach eben, weil das Nervensystem sich verändert hat, weil da ganz andere Zustände sind und ich damit Zugang zu anderen Verhaltensweisen habe. Aber das heißt eben, durchsetzungsstark kann tatsächlich die Ursache in sehr viel Kampf- oder Fluchtenergie haben. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, wenn ich sehr viel Kampf- oder Fluchtenergie hatte, dass ich vielleicht eher nervös und hibbelig bin, dass ich immer auf der Hut bin, dass ich misstrauisch bin, dass das zu meiner Persönlichkeit wurde. Es kann auch sein, dass ich gelernt habe, dass ich besonders lieb und nett und angepasst sein muss und jetzt einfach eine super freundliche, super überhilfsbereite Person bin. Auch hier, das ist was total Tolles. Aber unter Umständen hat das Ganze seinen Ursprung nicht in einer authentischen Hilfsbereitschaft, sondern eben darin, dass wir vielleicht gelernt haben, als Überlebensstrategie nicht negativ aufzufallen und das lieber allen anderen recht zu machen, weil das Sicherste war. Das heißt, das, was wir heute an Persönlichkeit zeigen, egal ob wir das mögen oder nicht, es kann sein, dass es seinen Ursprung wirklich in Überlebensstrategien hat. Auch zum Beispiel Leistungsorientierung oder so Leistungsdruck. Kann sein, dass wir einfach Liebe und Aufmerksamkeit nur dann gekriegt haben, wenn wir irgendwas gut gemacht haben. Wir sind vielleicht engstirnig geworden, weil wir versucht haben, irgendwie so ein Stück weit Ruhe und Ordnung in ein Chaos reinzubringen und das Gefühl hatten, dass wenn ich jetzt zumindest weiß, die Sachen müssen immer genau in der Abfolge gemacht werden und ich bin da sehr engstirnig, dass mir das zumindest ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit gibt in einem Umfeld, was vielleicht sonst chaotisch ist. Und was ich hier aber ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass wir jetzt nicht sagen können, okay, wenn du jetzt zuhörst und du erkennst, dass du durchsetzungsstark bist, dann heißt das nicht, dass du als Kind immer im Kampf- oder Fluchtmodus gelebt hast. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, die gern und schnell Labels verteilt und dann irgendwie so plakativ Ursachenforschung betreibt oder einfach sagt, wenn du das hast, dann bestimmt wegen dem. Und ich bin nicht der Meinung, ich glaube, dass unsere Persönlichkeit und gerade unser Nervensystem wahnsinnig komplex sind und dass wir ja auch nie aufgrund von nur einer Situation ein Verhalten entwickeln, sondern es kommen ganz viele Sachen zusammen und das Nervensystem entscheidet in jedem Moment wieder, was ist für mein Überleben hier das Beste. Und deswegen können wir nicht sagen, okay, wenn du vielleicht ein bisschen misstrauisch bist, dann ganz bestimmt, weil in deinem Elternhaus oder in deiner Kindheit dieses oder jenes irgendwie schiefgelaufen ist. Und da wirklich bin ich ganz, ganz vorsichtig und es ist mir extrem wichtig, das zu sagen. Das will ich hiermit überhaupt nicht sagen. Es geht eher einfach darum, sich anzuschauen, okay, was ist denn wirklich authentisch oder was sind Verhaltensweisen, die mir auch zugutekommen, die ich auch an mir mag und was sind vielleicht Sachen, eben bei mir die innere Zicke, die dann rauskommt, wenn ich sie nicht so cool finde, was kann ich damit machen? Und ich habe es gerade gesagt, das Ganze ist wirklich super komplex. Es kann nämlich zum Beispiel auch sein, dass ein Kind anfangs versucht hat, immer lieb und nett zu sein. Also das heißt, das Nervensystem spürt irgendwie, wir kriegen nicht die Aufmerksamkeit. Und es muss auch gar nicht heißen, dass das Kind jemals wirklich in Gefahr war. Vielleicht waren einfach die Eltern sehr beschäftigt und hatten nicht die Kapazität, sich groß zu kümmern. Aber das Kind an sich war immer umsorgt und war nie in Gefahr. Aber das Kind lernt eben, okay, ich will jetzt nicht noch negativ auffallen. Ich bin immer lieb und nett und angepasst und will alles richtig machen, weil das Nervensystem und das Kind glauben, das wird mir meine Liebe und Sicherheit geben. Und unter Umständen verändert es aber im Außen nichts und die Eltern sind immer noch super beschäftigt. Und wenn ich jetzt mich sozusagen angepasst habe und immer lieb und nett und brav bin und trotzdem fühlt sich das Nervensystem noch nicht sicher, dann kann es irgendwann auch passieren, dass das Nervensystem eine andere Strategie versucht und zum Beispiel anfängt, um den Schmerz abzuspalten, genau ins Gegenteil fällt. Das Kind wird vielleicht total unangepasst und laut und frech und vorlaut und keine Ahnung was, vielleicht auch aggressiv, weil dann kann man sozusagen den Schmerz noch ein bisschen abspalten. Weil wenn ich versuche, lieb und nett zu sein und ich kriege trotzdem keine Liebe und Sicherheit, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft. Wenn ich mich jetzt irgendwie, ich sag mal, negativ verhalte,
und ich kriege keine Liebe und Aufmerksamkeit und Sicherheit, dann habe ich wenigstens eine Erklärung dafür. Und das macht das Ganze auf einer sehr auch subtilen und wieder unbewussten Ebene irgendwie erträglicher. Und deswegen nochmal, wir können nicht nur, weil wir eine Verhaltensweise zeigen, sagen, was da in der Kindheit gelaufen ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich nochmal betonen. Am Ende ist es aus meiner Sicht auch sowieso gar nicht so relevant, dass wir verstehen, warum wir bestimmte Verhaltensweisen zeigen oder warum wir bestimmte Persönlichkeitseigenschaften haben. Für mich ist es wirklich eben viel relevanter zu fragen, ist das im Einklang mit mir? Oder ist es eben am Ende eine Überlebensstrategie, die ich vielleicht jetzt gar nicht mehr brauche? Also muss ich in meinem heutigen Leben als 30, 40, 50-Jährige, muss ich immer nett und angepasst sein, um zu überleben? Oder was würde mir denn wirklich passieren, wenn ich mal auf den Tisch schlage und sage, hey, sorry, so nicht. Würde das mein Überleben gefährden? Oder muss ich noch länger engstirnig auf meiner Art, wie die Dinge gemacht werden, beharren? Oder kann ich nicht langsam anfangen, auch mal offener werden und andere Sachen anschauen und vor allem entspannt bleiben, wenn die Dinge mal nicht nach meinem Kopf laufen, weil mein Überleben eben nicht wirklich in Gefahr ist? Oder eben jetzt in meinem Fall, muss ich noch zickig werden, wenn ich mich verletzt fühle? Oder habe ich nicht andere Tools der Kommunikation und des Miteinanders gelernt, um zu sagen, hey, ich kann das jetzt anders handhaben? Und das ist für mich wirklich die viel entscheidendere Frage. Wenn ich sozusagen Eigenschaften habe oder Verhaltensweisen aus diesen Eigenschaften raus zeigt, mit denen ich nicht ganz so happy bin, es geht nicht darum, mich fertig zu machen und runter zu geißeln. Es geht auch nicht darum, jetzt wirklich eine Ursachenforschung zu machen, sondern wirklich mehr anzuschauen, okay, was ist es denn, was jetzt hier meinem Nervensystem eine Gefahr suggeriert? Deswegen, ich will nochmal zurückkommen zu diesem Zicken-Beispiel von mir vom Anfang, weil das ist wirklich was, was ich nicht toll fände. Und die Situation war so, dass ich am Telefon zickig wurde und wir das Telefongespräch dann auch ziemlich zügig beendet haben. Und es ging wirklich nur irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, 3-4 Minuten, bis ich wieder komplett bei mir war, aus dieser Situation, in der ich mich vorher verletzt gefühlt habe. Wirklich dieses, einfach durch das regulierte Nervensystem konnte ich wahnsinnig schnell wieder bei mir ankommen. Und dann wurde mir auch sofort klar, hey, du hast dich jetzt auf eine Art verhalten, wie du es für dich nicht in Ordnung findest, wie du dich nicht verhalten willst. Und ich konnte mich sofort entschuldigen. Und das ist auch was ich früher nicht gekonnt hätte, weil ja mein Nervensystem die ganze Zeit in diesem Gefahrenmodus war. Also ich wurde verletzt und das hat sich gefährlich angefühlt. Deswegen musste ich zickig um mich schlagen. Und die Gefahr war ja für mich damit, weil mein Nervensystem nicht reguliert war, die war nicht gebannt. Das heißt, ich hätte nicht eingestehen können, hey, jetzt habe ich was falsch gemacht, sondern im Gegenteil, vielleicht hätte ich pro forma mich entschuldigt, weil das ist, was man tut. Aber ich hätte trotzdem am Ende noch gesagt, ich habe mich jetzt so verhalten, weil du XY gemacht hast. Also ich hätte trotzdem die Schuld noch von mir geschoben. Und das ist was ich wirklich beobachten kann mit dem regulierten Nervensystem, dass ich einerseits eben wirklich viel schneller wieder in meine Sicherheit komme und dann auch wieder den Zugang eben zu den Verhaltensweisen und Überzeugungen habe, dass jetzt das gar nicht gegen mich ging oder die andere Person das überhaupt nicht so gemeint hat oder selbst wenn, das macht mit mir nichts. Es ist meine Sicherheit ist nicht in Gefahr, nur weil die Person mich vielleicht nicht mag oder irgendwas Blödes sagt und so weiter. Und dann kann ich für mich, weil ich komplett bei mir bin, weil ich mit mir verbunden bin, kann ich für mich die Verantwortung übernehmen und sagen, unabhängig davon, was bei der anderen Person läuft oder was deren Motive waren, ich für mich finde das Verhalten uncool und ich für mich will mich für das Verhalten entschuldigen und ich für mich will Verantwortung für das Verhalten übernehmen. Und das, wie gesagt, ist was ich früher nicht hätte machen können und was mir jetzt aber eben bei so Aussetzern, sage ich mal, oder so kleinen Rückfällen, eben wie jetzt dieser zickigen Situation, was mir auffällt. Aber mir fällt auch generell auf, dass ich verschiedene Verhaltensweisen gar nicht mehr so zeige, weil sie nicht mehr so ein dominanter Teil meiner Persönlichkeit sind wie früher. Und wirklich gerade so Eigenschaften, die ich grundsätzlich vielleicht nicht ganz so grandios finde, die haben sich irgendwie abgemildert. Die gehören, wie gesagt, viel weniger zu mir. Die sind sicherlich immer noch ein Teil von mir. Aber wenn es gefährlich wird für mein Nervensystem,
ist das nicht der erste Autopilot, der rauskommt in der Regel. Das heißt, ich verkörper diese Eigenschaft nicht mehr so sehr, dass beim kleinsten Ding was passiert, dass ich in diese Verhaltensweisen reinfalle. Und das ist eben das, was ich gesagt habe, warum unser Nervensystem unsere Persönlichkeit wirklich extrem formt. Und wir aber, wie gesagt, nicht alles analysieren müssen, sondern einfach mit unserem Nervensystem arbeiten können, mehr innere Sicherheit in unser System bringen, damit wir dann freier von diesen Überlebensmustern sind und damit wir uns in Situationen wirklich mit einem rationalen Verstand und aktiv entscheiden können, wie verhalte ich mich hier. Und selbst dann, wenn wir uns vielleicht mal verhalten, wie wir das nicht so cool finden, dann können wir die Verantwortung übernehmen und für uns einstehen und einfach auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren. Und dann wirklich eben diese Überlebensstrategie-Eigenschaften unserer Persönlichkeit, die werden sich nach und nach reduzieren, je weniger wir in dieser Nervensystem, in diesem Nervensystem-Stressmodus laufen, sage ich jetzt mal. Und dazu gehören auch Dinge, die wir vielleicht eigentlich als was Positives ansehen. Ich habe vorhin diese Durchsetzungsstärke auch gesehen. Wie gesagt, das ist eigentlich was Gutes. Und trotzdem können wir uns dann anschauen, okay, aus welchem Motiv raus mache ich das dann? Ist es was, was ich wirklich will und bin ich wirklich davon überzeugt oder geht es einfach ums Prinzip? Oder auch eben dieser Leistungsdrang ist ja auch ist per se jetzt erstmal nichts dramatisch Schlechtes. Aber übertreiben wir es vielleicht ein bisschen? Werden wir zu verbissen? Sehen wir gar nicht mehr, dass es noch ganz andere Dinge gibt, als nur noch zu leisten, leisten, leisten? Und deswegen, wenn du anfängst, mit deinem Nervensystem zu arbeiten, werden sich wirklich diese Überlebensstrategie-Eigenschaften verändern und du wirst einen anderen Umgang damit finden, wenn sie sich doch mal zeigen, sodass sie dir nicht länger schaden und dass sie nicht Beziehungen zerstören und so weiter. Und damit bin ich am Ende. Ich will einfach nochmal darauf hinweisen, dass wenn du mit deinem Nervensystem arbeiten willst und wenn du diese Persönlichkeitseigenschaften wirklich so sich verändern lassen willst, ohne dass du groß dran arbeiten musst, ohne dass du dich hinsetzt und dir irgendwie jetzt einen Plan machst, um nicht mehr zickig zu sein, sondern wenn diese Eigenschaften nicht authentisch zu dir gehören, sondern eben wirklich Überlebensstrategien sind, dann werden sie sich verändern, wenn die Überlebensstrategie nicht mehr notwendig ist, einfach weil du dich sicher genug fühlst. Und dafür, wie gesagt, ist die NESC-Ausbildung ein super Ort, um sich da über die nächsten Monate so ein bisschen auszuprobieren, das Nervensystem zu regulieren, dich selbst besser kennenzulernen. Und alle Infos findest du, wie gesagt, unter nesc-coaching.com/Ausbildung. Es geht am 7. Oktober 2023, jetzt wusste ich die Jahreszahl nicht mehr. Also am 7. Oktober in diesem Jahr geht's los und die nächste Runde startet dann erst wieder im Herbst 2024. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!